An unserer Dömitzer Kirche hängt zurzeit Zettel mit Totenköpfen. Lebensgefahr steht darauf. Mein kleines Kind, das noch nicht lesen kann, fragte, warum das Piratenzeichen an der Kirche sei. Ob da jetzt wohl Piraten die Kirche gekapert hätten, so wie sie das aus ihren Kinderbüchern kennt. Ich konnte sie beruhigen und ihr erklären, dass da ein giftiges Gas gegen den Holzwurm drin ist und dass man das nicht einatmen darf. Das leuchtete ihr ein, aber dennoch sah sie ein gravierendes Problem. Jetzt kann ja keiner in die Kirche rein. Und manchmal, so meinte sie, sei es ja wichtig, in Kirchen gehen zu können, wenn man etwas von Gott will zum Beispiel. Und manchmal sei es ja auch dringend. Und sie hat recht, jeder sollte zu jeder Zeit sich an Gott wenden können. Jeder sollte zu jeder Zeit in eine Kirche hineingehen können. Und mitunter ist man erstaunt, wer da alles so reingeht. Die Corona-Zeit haben wir zum Anlass genommen, unsere Kirche jeden Tag von 10 bis 18 Uhr offen zu halten. Ganz bewusst, denn wenn schon keine Gottesdienste stattfinden, sollte wenigstens die Möglichkeit bestehen, in die Kirche zu gehen, für Ruhe und Stille oder was man auch sonst da sucht. Und sehr viele Menschen haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Gut, einer hat dann bei der Gelegenheit auch gleich die Orgelspendenbox mitgenommen, was sehr ärgerlich ist. Aber das ist dennoch kein Grund, die Kirche verschlossen zu halten. Denn Kirchengebäude gehören uns nicht. Wir sind zwar für sie verantwortlich, aber sie sind nicht unser Eigentum. Und wir dürfen sie Menschen nicht vorenthalten. Und ich glaube, wenn Kirchen immer verschlossen sind, dann werden sie irgendwann wie Museen. Dann wird auch keiner mehr den Wunsch verspüren, da überhaupt hineingehen zu wollen. Unser Predigttext für heute ist die Geschichte vom großen Abendmahl. Ein Mensch bereitet ein Fest vor mit ziemlich viel Aufwand. Großes Essen, Musiker, alles sauber gemacht und geschmückt. Langfristig hat er Einladung verschickt, sich genau überlegt, wer kommen soll und wer nicht. Und dann geht der Knecht los, um die Gäste abzuholen. Welch ein Service. Aber als der Knecht an den Häusern klingelt, kommt keiner mit. Sie wollen nicht kommen. Alle haben Ausreden. Der eine hat einen Acker, der zweite hat Ochsen, der dritte hat geheiratet. Und der Gastgeber ist ziemlich enttäuscht, aber er will sein Fest trotzdem feiern. Und er lädt alle ein, die wollen. Alle, die er finden kann. Vor allem Leute, die eigentlich gar nicht so dazugehören. Zaungäste, Verlumpte, Trunkenbolde, Prostituierte. Menschen, die gar nicht wissen, wie man sich auf einem Fest eigentlich zu benehmen hat. Die völlig eingeschüchtert sind und sich gar nicht trauen, etwas zu sagen. Aber die, die eigentlich eingeladen sind, die nehmen nicht teil und verpassen ein rauschendes Fest. Und wer weiß, vielleicht werden sie ja beim nächsten Mal kommen. Ihr wisst, dass dieses Gleichnis dazu gedacht ist, uns zu zeigen, wen Gott zu sich einlädt, nämlich alle. Und der Gastgeber in der Geschichte, das ist Gott. Die Zaungäste, das sind wir, die Verlumpten und die Landstreicher. Aber lesen wir die Geschichte doch einmal anders. Stellen wir uns vor, der Gastgeber, das sind wir als Kirche. Als Kirchengemeinde. Irgendeine Kirchengemeinde in der Nordkirche. Wir laden ja auch zu vielem ein, machen uns vorher Mühe, bereiten ein Konzept vor, backen Kuchen, stellen Stühle auf, geben einen Rahmen vor. Und irgendwie haben wir ja auch immer im Kopf, wer da so kommen wird. Wir haben ganz greifbar Menschen vor Augen, von denen wir erwarten, dass sie teilnehmen. Tun sie das nicht, dann ist das schon mal Gesprächsthema. Und man beginnt sich zu wundern oder man fängt an, sich Sorgen zu machen. Und wenn Kirche zu einer Veranstaltung einlädt, dann merkt man das in vielen Gemeinden auch optisch, dass das Kirche ist, die da einlädt. Oft sieht es ein bisschen altbacken oder auch dilettantisch aus. Oder es gibt so diesen Klassiker Naturbild mit Bibelvers. Und meistens steht dann auch noch einmal auf dem Plakat herzliche Einladung. Das ist eigentlich unnötig, denn keiner würde ein Plakat aufhängen für eine Veranstaltung, wenn nicht mit der Absicht, jemanden einzuladen. Also wenn Kirche so einlädt, dann spricht sie einen bestimmten Kreis an. Menschen, die wissen, dass diese Veranstaltung gut wird, auch wenn die Werbung dafür zu wünschen übrig lässt. Und das funktioniert. Zumindest hat es bisher funktioniert. Aber es führt dazu, dass es einen festen Kreis gibt, der da kommt. Kerngemeinde nennen das manche. Ich mag diesen Begriff nicht. Denn der suggeriert, es gibt welche, die gehören dazu und andere, die tun das nicht. Und vor allem, dieser Kreis wird über die Jahre immer kleiner. Das ist unvermeidlich. Und irgendwann ist dann Kirche und keiner geht mehr hin. Stell dir vor, es ist Kirche und keiner geht hin. Das ist nicht nur schade, das bedeutet vor allem auch, dass Kirche ihren Auftrag verfehlt. Und den Auftrag, den Kirche hat, das wird ganz deutlich, wenn man sich das Leben und Wirken Jesu anschaut. Und ganz speziell in der Geschichte vom großen Abendmahl. Unser Auftrag ist es nämlich, alle mit einzubeziehen, egal wie die so drauf sind.
Die gute Botschaft richtet sich erst einmal an jeden. Und dann kann jeder gucken, was er damit so macht. Aber es muss eben klar erkennbar sein, dass es diese Botschaft überhaupt gibt. Die Eingeladenen in der Geschichte vom großen Abendmahl, die absagen, haben gute Gründe dafür. Berufliche und private. Und das kennt ihr auch, das ist nachvollziehbar, dass man mal keine Zeit hat. Freundschaften müssen gepflegt werden. Manchmal hat man Arbeit zu verrichten, die nicht verschoben werden kann. Gerade Landwirte wissen das. Und in dem Text steht ja mit keinem Wort, dass die Menschen, die einmal abgelehnt haben, nicht wieder kommen dürfen. Beim nächsten Mal sind sie natürlich wieder eingeladen. Die Gäste, die nun anstelle der Eingeladenen kommen, das sind welche, die sonst zu keinen gesellschaftlichen Ereignissen gehen. Aus Gründen, die mit ihrer sozialen Stellung zu tun haben. Weil sie arm, verlumpt, krank oder Prostituierte sind. Weil sie an den Rändern der Gesellschaft stehen. Zaungäste, könnte man dazu sagen. Und auch heute gibt es Zaungäste. Die sehen aber etwas anders aus als die damals. Nicht verlumpt, nicht krank. Die sehen genauso aus wie die, die zum Gottesdienst oder zu anderen Veranstaltungen kommen. Aber wer genau sind diese Menschen? Vielleicht hilft uns ein Blick darauf, wer in den vergangenen Wochen tagsüber unsere Kirche besucht hat. Man kann erstaunt sein, wie viele unterschiedlichste Menschen da drin waren. Mit ganz unterschiedlichen Anliegen. Manche aus kunsthistorischem Interesse, manche, weil sie sich in Kirchen einfach geborgen fühlen, manche, weil sie beten wollen, manche, weil sie ein Gespräch suchten und hofften, da jemanden zu treffen, und manche wussten vielleicht selber gar nicht so genau, warum. Und genau diese Menschen sollten wir im Blick haben, wenn wir als Kirche einladen. Menschen, die nicht aus dem Grund kommen, aus dem wir kommen würden, oder die vielleicht gar nicht so genau wissen, ob sie kommen und warum sie kommen wollen. Oder die nicht vorhaben, immer dabei zu sein, sondern nur manchmal. Auf diese Menschen müssen wir uns auch einstellen, auf ihre Hörgewohnheiten, was die Musik oder die Länge der Wortbeiträge anbelangt, auf ihre Sprechgewohnheiten. Wie reden wir in Kirche? Wie verständlich ist das, was wir da erzählen? Auf ihre Sehgewohnheiten, wenn wir Werbeplakate und Texte erstellen. Und auf ihre Unsicherheit in Bezug auf Abläufe und Liturgien. Denn das Evangelium ist für alle da, nicht nur für einige wenige Eingeweihte. Und das bedeutet, dass Kirche sich verändern muss. Das tut sie ja schon an vielen Stellen, seit Corona ganz besonders. Da hat sich in einer Studie herausgestellt, dass die Nordkirche Vorreiterin in der digitalen Arbeit ist und dass hier ein großes Potenzial schlummert. Aber auch die analoge Arbeit wird anders werden. Unsere Gottesdienste werden vielleicht anders werden. Kirche wird professioneller werden müssen. In der Werbung, in der Nutzung verschiedenster Medien, in dem, was wir anbieten. Wir werden uns noch breiter aufstellen müssen als bisher. Verschiedene Gottesdienstformate ausprobieren für verschiedene Zielgruppen. Flexibler in der Vorstellung, was Kirche kann und darf. Und eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Und zumindest hier für unsere Gemeinden sind wir da schon ziemlich gut unterwegs. Und auch eine offene Kirche ist da schon mal eine gute Sache, um zu zeigen, dass wir die Menschen bei uns haben wollen. Dass wir sie reinlassen, und zwar nicht nur sonntags von 10 bis 11. Und diese offene Kirche hat übrigens auch einen anderen positiven Nebeneffekt, nämlich eine regelmäßig gefüllte Baukasse. Aber das nur am Rande. Stell dir vor, es ist Kirche und keiner geht hin. Das wäre nicht nur schade, das hieße nicht nur, dass wir unseren Auftrag nicht erfüllt hätten, sondern ich glaube, das muss auch gar nicht sein. Es ist kein in Stein gemeißeltes Gesetz, dass wir immer weniger werden müssen. Da können wir was gegen tun. Und jede Gemeinde hat es selbst in der Hand, was sie dafür einsetzt, dass ihr Gemeindeleben lebendig bleibt. Da braucht es Mut und Kreativität und manchmal auch ein bisschen Gelassenheit. Und ich glaube, in unserer Johanneskirchengemeinde Dömitz-Neukalles haben wir alle drei dieser Dinge. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.